Oh, mein Team Rocket Partner kommt auf den Server. Slimer. Moin moin Leute, herzlich willkommen bei der Pixelmon Battle League. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute bei Folge 16. Ich bin leicht erkältet, aber nichtsdestotrotz wollte ich euch heute natürlich gerne noch eine Folge bieten. Und deswegen entschuldigt schon mal, falls ich, und jetzt hoffe ich mal, das sieht schon mal gut aus. Weil, ich habe die Folge von gestern direkt hochgeladen. Schwein gehabt. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob vielleicht irgend so ein Geier hierher kommt und meine Ressourcen klaut. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Sorry, falls ich mal irgendwie am Schniefen oder am Husten bin. Irgendwie hat mich jetzt hier so eine Erkältung erwischt. Ach du Heilige, wo ist denn hier mal Wasser? Hier. What the fuck, ey. Okay, hier sieht man ja gar nichts. Ich muss noch immer Eisen finden. Denn ohne Eisen... Ohne Eisen... Ach, hier kommen wir ins Meer. Na egal, dann kommen wir immerhin hier schön schnell raus. Ohne Eisen kann ich keine Pokebälle herstellen. Eigentlich ist es ja total dumm. Ich sollte eigentlich unten bleiben. Ich sollte wirklich unten bleiben. Damit ich Eisen finden kann. So, wenn ich hier runtergehe... Kann mir nicht sonderlich viel passieren. Ja, ich muss mich jetzt einfach irgendwo reingraben. Ne, mit der Spitzhacke. Mit der Axt wird das, glaube ich, nichts. Und wir müssen dann 8 Eisen finden, damit wir einen Amboss bauen können. Jetzt ist hier... direkt Dingens. Da ist Eisen. Sauber. Also betet, dass wir jetzt möglichst schnell 8 Eisen finden. Na, ich nehme die Eisenspitzhacke. Oh, wenn ich Glück habe, ist das sogar genau eine 8er Dingens hier. Das wäre nice. Ich habe nochmal geschaut im Wiki. Ja, es ist genau eine 8er. Boah, mehr Glück als Verstand der Grants wieder, wa? Ey, geil. Bin ich ein dreckiger Lacker? Einmal bitte in die Kommentare schreiben, Grants lackt sich durch. So wie bei jedem Spiel eigentlich. Ja, das war schon mal sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch eine Werkbank. Zack, zack, zack. So, die kann hier hin. Können wir uns gleich unseren Amboss bauen und wir brauchen noch einen Hammer. Den Hammer werde ich aus Stein... Obwohl das scheiße ist, aus Stein. Warte mal, solange das hier noch am Köcheln ist... Ja, warte, ich nehme mal die Eisen. Schaue ich mal, ob ich noch... Obwohl, nochmal 5 Eisen jetzt so auf die Schnelle zu finden. Dann würde Grant sich wirklich durchlacken. Das wäre schon ziemlich frech, muss man ja mal sagen. Das wäre schon ziemlich frech. Aber hey, verdient hätten wir es. Ja, wir brauchen das Eisen, weil man aus Aluminium kein Amboss herstellen kann. Ah, hier ist wieder so ein anderes Erz. Hier ist Kohle. Können wir mitnehmen. Solange keine Anstalt macht, auf den Server zu kommen, ist mein Ofen da vorne ja auch noch sicher. Boah, stell mal vor, jetzt würde jemand kommen und direkt den Ofen klauen. Aber ich habe hier die Konfi nebenbei auf. Also bevor hier jemand den Server beitritt, muss er in die Konfi schreiben. So, das sollte reichen. Ist die Frage, was geht schneller, wenn ich jetzt nach Eisen suche, damit wir... Ach Mann, warte mal, ich tausche die mal eben. Ich bin es gewohnt, dass ich immer auf der 2 meine Spitzhacke habe. Was geht schneller, wenn ich jetzt nach Eisen suche, um mir einen Eisenhammer herzustellen, oder wenn ich einfach mit dem Steinhammer arbeiten würde? Der Steinhammer braucht wirklich lange, finde ich. Hier ist wieder noch mehr Andesit. Lass ich jetzt sogar auch schon liegen. Hat jemand... Nee, okay. Jemand hat in die Troubletown-Konfi geschrieben. Ich nehme es, glaube ich, trotzdem mit. Ich weiß nicht, wie schnell ein Hammer aus diesem Material ist. Boah, ein 8er Andesit. Nur noch mehr. Lecco mio. Was brauche ich denn nicht? Die Flints. Flints braucht keiner. Ich hätte... daraus Dingens herstellen können. Ich sollte nicht immer das abbauen, wo ich draufstehe. Ja, komm, dann machen wir uns daraus mal einen Hammer und schauen, wie schnell das damit geht. Dürfte ja schneller sein als Stein. Wäre ja merkwürdig, wenn nicht. Ich meine, das ist ja seltener als Stein. Wenn ich totalen Code erzähle wieder, dann sagt es mir gern. 12 Stück mal eben so schnell abgefarmt, ey. Like a Pro Gamer. Like a Pro Gamer. So, gib her den Lurch. Zack, das kann weg. Und dann bauen wir uns hier einmal so einen Aluminiumhammer.
Und aus diesem Zeug bauen wir uns einen Amboss. So viele Ambosse eigentlich schon hier in der Welt, die hier umhergelegen haben. Bloß wir haben wieder keinen. So, pass auf, dann machen wir uns hier draus erstmal ein paar Superbälle. Und hier draus, ne, machen wir so direkt. Hier raus ein paar davon. Dann können wir uns hier raus erstmal Unterstücke herstellen. Alles, bitteschön. So, dafür kann der Dirt weg. Und dann brauche ich gleich auch noch Stein. Stimmt, das kommt auch noch dazu. So, der Hammer geht hier hin. Machen wir uns erstmal die Superbälle fertig. What the fuck? What? Ne. Warte mal. Das glaube ich jetzt nicht. Die ganze Scheiße aus Holz hier kann weg. So, pass mal auf. Das kann doch nicht sein. Ich habe das Gefühl, als würde ein Steinhammer schneller sein. Ja, definitiv. Was soll die Kacke denn? Was soll die Scheiße denn? Total bekloppt. Oh Mann, ey. So, tu mal das weg. Und wenn wir jetzt dann die Pokémon haben, dann müssen wir unser Slimer auch hochleveln. Auf 30 können wir es ja schon leveln. Übermorgen ist ja sowieso schon wieder die neue Woche. Bin mir noch nicht so sicher, ob die Team Rocket-Regelung, so wie sie aktuell Bestand hat, wirklich gut ist. Oder ob man das vielleicht ein bisschen anders handhaben sollte. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich komme eh nicht mehr hinterher. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch irgendwie zum Match komme hier. Weil das zieht sich so ewig, bis man hier mal irgendwas fertig hat. So, das ist fertig. Dann tun wir mal ein bisschen Cobblestone da rein. So, 16 Stück. Da brauchen wir noch eine bisschen mehr Kohle. Und danach könnten auch... Warte mal, nee, machen wir parallel. Halt. Hier so, zack. Dann können wir eben hier die Aprikokos... Obwohl, machen wir erstmal die blauen. Damit ich noch mehr Superbälle habe. Superbälle größer Pokebälle. Aber das ist echt ein Reinfall gewesen jetzt mit dem... Dingens, muss ich sagen, mit diesem Aluminiumhammer, fünf Aluminium verschwendet. Ist schon ein bisschen frech, dass das schlechter ist. Oder? Findet ihr das nicht? Findet ihr das, also hättet ihr das erwartet? Schreibt's mal in die Kommentare rein. Glaube nicht, oder? So eine Scheiße erwartet doch niemand. So, oh, das dauert aber long. Long John Silver. Long John Silver nannten sie mich. Unter der Dusche. So. Und zack. Ein paar Pokebälle. Aber machen wir erstmal hier die Discs fertig. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Part... Nee, den ganzen Part... Wir sind schon fast bei 8 Minuten, war? Sehe ich das richtig? Ja. Scheiß die Wand an Uhr lesen. Kann ich noch. Like a pro, Grants. Like a pro. Und dieser Steinhammer geht so schnell down. Da kannst du ja schon wirklich... richtig sehen, wie das immer weniger wird. Ich bräuchte so ein Eisending. Das war schön schnell. Oder einfach richtig durchlacken und 5 Diamanten finden. Wäre auch nice. Ja, was ich erzählen wollte wegen Team Rocket, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich es wirklich schaffe, nochmal Stress zu machen. Übermorgen ist das Level-Limit dann schon bei 50. Ich weiß gar nicht, wie ich da so schnell hinterherkommen soll. Ich bin jetzt gerade mal auf 16. Das Problem war, dass man halt wirklich auch komplett erstmal seine ganze Ausrüstung wieder selber herstellen musste. Du musstest erstmal wieder Eisen finden und so weiter. Wenn du wirklich nur leveln müsstest und irgendwie so Pokébälle gestellt bekommen würdest oder so, oder so eine kleine Startausrüstung bekommst, ich glaube, das wäre dann nicht ganz so schlimm wie das jetzt aktuell. Aber ich bin sehr gespannt. Es ist ja auch der Probedurchlauf, wie Team Rocket sich überhaupt so ins Spiel integriert und deswegen... Machen wir einfach hier den Spaß mit und zocken ein bisschen als Team Rocket. Wäre ja auch langweilig, wenn man jetzt sagt, oh nein, ich will aber nicht mehr als Team Rocket. Wir haben immerhin auch noch ein Fossil gefunden, ist auch mal was Lustiges gewesen. Hatten wir so auch noch nicht bisher in der Pixelmon Battle League gesehen, außer bei Goro. Aber Goro ist ja ein Noob, wie wir alle wissen. Also kann das da auch bitte hoch?
Schmeiß die ganz weg. So, jetzt kommt er da nicht mehr ran. Scheiße, ich habe meinen guten Hammer weggeworfen. Ich bin so schlecht. Bitte ist er da nicht runtergefallen. Da liegen die Sachen. Ich mach mir einen neuen. Oh Gott, ey. Like a noob, ey. Grants. Grants noobt sich durch. So, neuen Steinhammer. Und den alten hier. Ey, der will nicht weggehen. Das ist wieder der Steinhammer. Vorsicht, Grants. Was ich eigentlich machen wollte, war das hier. So, geht doch. Und jetzt, pass auf. Hauen wir den wieder weg. Einfach nur, weil wir es können. So, das hier ist alles fertig. Hier können wir also noch Pokebälle draus craften. Hier ist der Stein, den wir haben wollten, um Buttons herzustellen. Benjamin Button. Kennt ihr den? Glaube nicht. So. Und dann wird hier wieder gehämmert, was das Zeug hält. Ja, die vier hämmer ich jetzt mal fertig. Dann haben wir 8 Superbälle. Ich hoffe, dass wir damit ein bisschen über die Runden kommen. Was sagt der Tacho? Der Tacho sagt, na, 11 Minuten sind schon um. Okay, dann haben wir die Folge jetzt wirklich mit Pokebälle craften verbracht. Ist aber nicht so schlimm. Dann können wir jetzt in der nächsten Folge uns aufs Leveln konzentrieren. Und wir können uns darauf konzentrieren, dass wir Pokémon fangen. 3 Stück an der Zahl dürfen wir ja theoretisch dann bald haben. Ab Montag, heute ist Samstag. Ich nehme das jetzt auch wirklich heute auf. Aber ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich dachte, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagener. Aber es hält sich in Grenzen, muss man schon ehrlich sagen. So, den Amboss nehmen wir auf jeden Fall mit. 8 Eisen, die wir hier sonst zurücklassen. Das geht ja nicht. Und die Öfen nehmen wir natürlich auch mit. So, dankeschön. Klopp die Dinger weg hier. Hier war nichts mehr drin. Also einfach mitnehmen. Und mitnehmen. Ach ja, da ist jetzt das Dingens drin. Warte. Nein. Nein. Doch, Stein. Aus den Steinen machen wir Buttons. Und aus den Buttons machen wir Pokebälle. So. Das nehmen wir mit. Und die Öfen nehmen wir mit. Und die Pokeball-Lids nehmen wir auch mit. Was lasse ich hier? Ich lasse meinetwegen diese eine Aluminium-Disk hier. Gut. Okay, die Werkbank lassen wir auch hier. Wir haben 8 Superbälle. Und lass mich in Ruhe. Danke. So, warte. Huah! Like a pro. So, schnell mal einen Blick auf die Uhr. Die Uhr sagt mir, dass ich noch 2 Minütchen ungefähr habe. Und hier ist ein Boot. Oh, shit. Das ist doch eine Falle, oder? Ist das eine Falle? Warte. Huah! Okay. Immerhin haben wir das Boot bekommen. Ja, dann fahre ich jetzt Richtung Pokécenter. Da sind nämlich ein paar Pflanzen-Pokémon hoffentlich. Level 19er Magikarp. Aber wenn ich jetzt aussteige, nee. Was wir auch noch machen könnten, halt, warte mal, wenn wir jetzt eh hier noch unterwegs sind, dann lasst uns hier kurz, huah, noch die Wassersteine mitnehmen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele wir schon haben und wie viele wir noch brauchen. Da vorne sind noch 2. Ist da noch ein Fossil? Nee. Ein Wasserstein, okay. Den Wasserstein nehme ich noch mit. Und dann schaue ich mal eben. 5 Stück haben wir. Wow. 5 Stück haben wir. Jetzt 6. Da vorne 7, 8. Und hier ist 9. Das ist natürlich nice. Ich glaube, schaffe ich das noch, die abzuernten? Oh, mein Team Rocket Partner kommt auf den Server. Geil, Leute. Der Typ, durch den wir wieder geheilt wurden, hat sich hier ins Spiel eingeloggt. Und der gute Goro, falls ihr ihn nicht kennt. Moin, du Banause. So, holen wir uns hier nochmal ein Aquastein-Fragment. So. Sehr gut. Hoch mit mir. Was sagt der Tacho? Was sagt der Tacho? Tacho sagt, ein bisschen Zeit habe ich noch. Den letzten kriegen wir noch. Den letzten Stein da vorne kriege ich auf jeden Fall noch. Und dann muss ich mich wohl oder übel ausloggen. Dann ist meine Zeit schon zu Ende. Aber ich denke mal, das war eine produktive Folge. Ihr habt euch auch gewünscht, dass ich vielleicht mehr ein Mushas fange und das zu einem Austoss entwickle.
Das könnten wir natürlich gerne machen, Leute. Können wir auf jeden Fall uns mal überlegen. Und ich bedanke mich dann schon mal für eure Aufmerksamkeit. Und begebe mich Richtung Festland, damit ich hier nicht absaufe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei der Pixelmon Battle League. Und ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich sag Goro nicht tschüss, weil ich werde gleich die zweite Folge aufnehmen. Und ja, wir sehen uns morgen. Haut rein!